Ja, zu Recht, denn nicht das Epizentrum der nationalen und internationalen Aufmerksamkeit. Wir haben es hier nämlich mit einer sehr komplexen Krisensituation zu tun. Morgen ziehen die USA und damit die westlichen Kräfte endgültig vom Flughafen Kabul ab. Und das heißt, die Taliban werden auch dort die Kontrolle de facto übernehmen. Gleichzeitig haben wir aber weiterhin österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen und Menschen mit einem gültigen Aufenthaltstitel in Österreich, die wir außer Landes bringen wollen, die wir in Schutz bringen wollen. Diese Krise in Afghanistan ist aber keine Krise, die sich nur zwischen uns aus Westen, wenn ich so sagen darf, und der Afghanistan abspielt. Es ist eine Krise, die das Potenzial hat, die ganze Region mit in den Strudel runterzuziehen. Und hier müssen wir ansetzen. Es ist unerlässlich in dieser Krise, dass wir mit allen Partnerregionen Kontakt aufnehmen, die Hand ausstrecken und mit ihnen gemeinsam eruieren, welche nächsten Schritte gemeinsam notwendig sind. Wir wollen und werden Afghanistan, die Region, in dieser humanitären und sicherheitspolitischen Krise sicher nicht im Stich lassen. Und wir haben in den letzten Tagen vom Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts mit den Ländern der Region Kontakt aufgenommen, mit dem Iran, mit Pakistan und heute eben die gemeinsame Videokonferenz der Innen- und Außenminister mit Tadschikistan und Turkmenistan, gemeinsam mit Vertretern von Dänemark, Deutschland und Griechenland. Das ist Teil dieses Outreaches, Teil unseres Bemühens, im Fokus auf Afghanistan auch die gesamte Region im Blick zu nehmen, weil eben auch die gesamte Region hier massiv betroffen sein könnte. Wir haben ein ganz klares gemeinsames Interesse. Wir wollen, dass die Lage in Afghanistan sich stabilisiert und wir wollen nicht, dass Afghanistan zu einem schwarzen Loch international der Sicherheitspolitik wird. Und wir dürfen auch nicht erst reagieren, wenn sich dieses Problem an Europas Außengrenzen manifestiert. Mit dieser heutigen gemeinsamen Videokonferenz verfolgen wir eigentlich drei Ziele. Wir wollen uns einerseits natürlich ein Bild der Lage machen in den unmittelbaren zentralasiatischen Nachbarstaaten von Afghanistan. Wir wollen ihre Einschätzung zur sicherheits- und migrationspolitischen Situation hören nach der Machtübernahme der Taliban, wie sie die weiteren Schritte und die nächsten Wochen sehen. Und natürlich auch den humanitären Bedarf bei ihnen und den sonstigen Bedarf, Hilfsbedarf, den sie haben, bei ihnen eruieren. Denn die Menschen in Afghanistan brauchen jetzt klar unsere Hilfe. Wir haben da als Bundesregierung das größte Einzelpaket eigentlich an Soforthilfe auf die Beine gestellt mit 18 Millionen Euro, insbesondere für das UNO-Flüchtlingshochkommissariat und für UN Women. Es geht darum, die Frauen und die Mädchen in der Region zu unterstützen, auch die Menschen, die in der Region, in den Nachbarstaaten jetzt Schutz gesucht haben. Wir helfen damit dort, wo Hilfe am notwendigsten ist, nämlich vor Ort. Und ich bin froh, dass die humanitären Hilfsorganisationen, mit denen wir auch direkt in Kontakt sind, weiterhin vor Ort präsent sein können. Ich hoffe, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein wird. Wir als Österreich werden jedenfalls darauf drängen, dass vom Roten Kreuz angefangen über die UN-Organisationen sie ihre gerade jetzt so wichtige Arbeit in Afghanistan fortsetzen können. Noch ein letzter Punkt von meiner Seite. In den letzten Tagen gab es eine ganze Reihe von internationalen Treffen, Sondertreffen des UNO-Sicherheitsrates, des Menschenrechtsrates der UNO. Wir hatten schon Sondertreffen auf EU-Ebene der Innen- und Außenminister. Auch diese Woche wirst sowohl du als auch ich weitere Treffen dazu haben. Es gab ein Treffen der G7 und die P5, also die ständigen Sicherheitsratsmitglieder, werden zusammentreten. Es ist wichtig, diese internationale Vernetzungsarbeit ist unerlässlich, aber sie muss über die unmittelbare Krisenreaktion hinausgehen. Es ist uns allen klar und muss uns klar sein, dass wir mittel- und langfristig hier mit einer Situation zu tun haben, wo der Bedarf, der Schutzbedarf, der humanitäre Bedarf noch viel größer sein wird. Und ich glaube, hier ist in erster Linie vor allem die UNO gefordert. Denken wir nur an die Hafenexplosion vor einem Jahr in Beirut. Innerhalb kürzester Zeit wurde eine internationale Geberkonferenz auf die Beine gestellt. Jetzt haben wir eine Krisensituation eines ganz anderen Ausmaßes und ich glaube, auch wenn die Europäische Kommission, und das begrüße ich sehr, das Hilfspaket von 200 Millionen Euro angekündigt hat und andere Staaten es ähnlich wie wir auch sehr namhafte Hilfspakete auf die Beine stellen, werden wir das als EU und geschweige denn als Österreich nicht alleine lösen können. Hier brauchen wir die UNO, die Vereinten Nationen als Motor, der alle zusammenbringt und ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass er bald eine Geberkonferenz der UNO zu Afghanistan von den Vereinten Nationen organisiert wird.